Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute starten wir eine neue Podcast-Reihe und zwar werden wir in den nächsten Wochen mal verschiedene Kapitalmarktanomalien erläutern und durchleuchten. Das sind also quasi bekannte Aktienmarkteffekte, die irgendwie Einfluss hatten und in den vergangenen Jahrzehnten untersucht wurden. Und heute starten wir erstmal mit dem Size-Effekt. Unsere Zahl der Woche lautet 0,27%. Unser Thema der Woche. Ja, unser Thema der Woche, der Size-Effekt. Erstmal, Sascha, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte ja schon den Begriff Kapitalmarktanomalien hier genannt. Was heißt das aus deiner Sicht? Kannst du das irgendwie in einfachen Worten versuchen zu beschreiben? Ja, ganz klar. Und zwar ist es folgendermaßen. Wenn man sich die Kapitalmärkte genauso anschaut, dann sollte eigentlich bestimmte Informationen, die man sich am Kapitalmarkt verschafft haben, die eigentlich für alle Menschen zugänglich sind, keinen signifikanten Vorteil liefern. Also weil eine Information, die allen Menschen bekannt ist, sollte jetzt tatsächlich jetzt erstmal dazu führen, dass dieses in den Aktienkursen auch irgendwie impliziert vorhanden ist von der Sache her. Es gibt da auch einen sehr bekannten Nobelpreisträger, Eugene Farmer, der hat die sogenannte Effizienzmarkthypothese aufgestellt. Also seine Hypothese heißt einfach ein Stück weit, man kann den Kapitalmarkt nicht schlagen. Das ist nicht möglich in seiner Hypothese, die er da aufgebaut hat. Der Kapitalmarkt ist effizient. Alle Informationen, alle Nachrichten sind in den Kapitalmärkten auch sinnvoll verarbeitet und kein Marktteilnehmer kann jetzt irgendwie, wenn er eine Aktie analysiert oder wenn er sich ein Stück weit dann irgendwie dann mit den Firmen genauer beschäftigt, irgendwie einen Vorteil daraus generieren. So ein bisschen Streit gibt es immer noch mal um die sogenannte starke Form der Kapitalmarkteffizienz. Also wenn ich Insider-Informationen habe, da hat auch sogar Farmer gesagt, ja klar, Insider-Informationen, wenn ich weiß, dass da morgen ein großer Trade stattfindet oder eine Übernahme, dann ist das sicherlich auch eine Situation, die man aus nutzen kann, eine Überrendite generieren, aber die hat er ausgeklammert, weil die ja sind ja auch verboten und teilweise gar nicht verfügbar. Seine Haupthypothese stützt halt darauf, wenn ich mir den Kapitalmarkt angucken kann, ist es eigentlich in Anführungsstrichen nicht möglich, Überrenditen zu generieren. Und da sind diese Kapitalmarktanomalien, die sind so ein Gegenbeispiel dafür. Das sind ja auch die Themen, die wir in dieser Reihe jetzt kurz mal so ein bisschen analysieren wollen. Da gibt es so ein paar Dinge, die tatsächlich auch von Herrn Farmer ganz klar als, ich sag mal, Anomalien klassifiziert wurden, die es doch möglich machen, eine höhere Rendite zu erwirtschaften als bei vergleichbaren Aktien. Genau. Und du hast schon das erste Modell quasi angesprochen. Jetzt würde ich mal das nächste Modell erwähnen und zwar das CAPM, also Capital Asset Pricing Model, was eigentlich sagt, dass es einen linearen Zusammenhang zwischen dem Risiko gibt, was der Anleger eingeht, und der erwarteten Rendite. Ist ja eigentlich auch verständlich, haben wir auch immer in den Podcast-Folgen hier erwähnt, dass je höher das Risiko, was ich eingehe, dass ich eben in ganz spezielle Titel investiere oder in Startups und so weiter, dass die erwartete Rendite entsprechend höher ist. Und hier wird eben gesagt, dass das Risiko hier mit dem Beta-Faktor bemessen wird, also eigentlich wie stark die Aktie, in die ich jetzt investiere, im Verhältnis zum Markt schwankt. Und wenn die Aktie eben deutlich stärker schwankt, dann ist das Risiko entsprechend höher. Und jetzt gibt es hier halt auch verschiedene Effekte, wo wir jetzt heute eben den Size-Effekt besprechen, die jetzt sagen, ja, das ist nicht die einzige Erklärung für die Rendite. Es ist also nicht nur das Risiko, sondern es gibt verschiedene andere Effekte, die Auswirkungen auf die Rendite haben. Und wir haben schon den guten Herrn Farmer hier angesprochen, dann gibt es noch den Herrn French und die beiden haben entsprechend ja dieses Drei-Faktoren-Modell, so heißt es, 1993 entwickelt und ja, da ist eben einmal dieser Size-Effekt auch beschrieben. Sascha, was heißt jetzt der Size-Effekt und wie können das eventuell auch hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für sich nutzen oder was ist eigentlich die Erkenntnis aus diesem Size-Effekt? Also der Size-Effekt sagt ganz einfach, wenn du eine Aktie kaufst, die eine geringere Marktkapitalisierung hat, also eine Aktie, die kleiner ist als jetzt die Vergleichsaktie, die vielleicht das gleiche Risikoprofil aufweist, dann wirst du eine höhere Rendite damit erwirtschaften. Also Aussage, kleine Firmen outperformen große Firmen. Das ist so ein bisschen die Aussage, die der Size-Effekt dann in der Form da soweit dargestellt hat. Und der ist auch an den Kapitalmärkten sehr gut beobachtbar und wird auch von vor allen Dingen Anlagestrategien auch ganz gut ausgelöst. Ich meine, das ist auch eine Sache, die wird auch zum Beispiel, kann man selber auch ganz gut ausnutzen. Zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand den Auftrag geben würde und sagen würde, lieber Sascha, mach doch mal eine Outperformance beim DAX. Dann würde ich das relativ einfach machen können, indem ich einfach sagen kann,
kann. Ich kaufe die ganzen DAX-Aktien jetzt nicht, ich sag mal, nach ihrer Gewichtung im DAX, weil der DAX hat ja einige Schwergewichter, sowas wie eine SAP zum Beispiel, die sehr groß gewichtet sind und einige andere Aktien, die sehr niedrig gewichtet sind. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich kaufe die 40 DAX-Aktien jetzt tatsächlich gleichgewichtet, also überall 2,5%, dann würde ich signifikant, nicht in jedem Jahr, aber in den meisten Jahren, eine Outperformance generieren können. Das machen halt auch ganz, ganz viele, die sich so damit beschäftigen, weil das ist so ein Ausnutzen des Size-Effektes. Übergewichte die kleinen Aktien und Untergewichte die großen Aktien. Genau, und das Ganze haben eben Farmer und French untersucht. Das heißt, wir wollen ja hier im Podcast auch nicht nur irgendwie aufzeigen, wie die aktuelle Lage ist, sondern auch ein bisschen Wissen vermitteln. Und das eben für diejenigen, die sich intensiv mit Börse- und Aktienmärkten beschäftigen, eine ganz, ganz wichtige Forschung, die die beiden da angestrebt haben. Und zwar wurde da der US-Aktienmarkt untersucht von 1963 bis 1990. Und da wurde eigentlich genau das gemacht, was Sascha gerade gesagt hat. Eigentlich nicht eine reine Investition in einzelne Aktien, sondern dass da eben ganz klar unterschieden wurde. Anhand der Marktkapitalisierung wurden verschiedene Portfolios gebildet. Jetzt die Aktien, US-Aktienmarkt mit der geringsten Marktkapitalisierung kommen im Topf 1 und so weiter. Und da hat man eben dann herausgefunden, dass die Aktien mit der geringeren Marktkapitalisierung im Durchschnitt eben eine höhere Rendite erzielt haben als die Aktien mit einer höheren Marktkapitalisierung. Und um an dieser Stelle auch unsere Zahl der Woche aufzulösen, da lag eben dieser SMB-Effekt, also Small minus Big, haben die beiden das hier genannt, also die Aktien der Portfolios mit den kleineren Aktien minus die Rendite der Portfolios mit den größeren Aktien, da war dieser Effekt eben 0,27% pro Monat, wo die kleineren Aktien eine Überschussrendite erzielt haben. Also sehr, sehr interessant, gerade weil der Zeitraum hier natürlich entsprechend groß war und da kommt man wirklich über die verschiedenen Portfolios hinweg sehen, dass da wirklich ein Size-Effekt vorlag. Das Ganze wurde dann auch für den deutschen Aktienmarkt beispielsweise untersucht von Herrn Steele 1997. Auch da konnte ein Size-Effekt nachgewiesen werden, also verschiedenste Studien zu dem Thema. Ja, jetzt die große Frage, Sascha, warum? Also was sind die Gründe dafür, dass eigentlich Aktien mit einer geringeren Marktkapitalisierung eine höhere Rendite erzielen oder auch erzielen können überhaupt? Also eines der ganz wichtigen Punkte, die man bei den Studien ja betrachten muss, ist erstmal ein Faktor. Ich glaube, dass dieser Size-Effekt nicht so groß wie in den Studien dargestellt. Also zum einen, diese Studien gehen ja auf Marktdaten, die man quasi aus einer Datenbank sich gezogen hat und sind ja de facto keine real gehandelten Daten. Es ist immer ein Unterschied, als wenn ich als Portfolio-Manager, als Fondsmanager jetzt tatsächlich etwas realistisch umsetze und selber darauf handle, versus ich mache das Ganze jetzt tatsächlich so, dass ich das irgendwie auch mit einem virtuellen Modell mache, also mit Daten der Vergangenheit. Das sind immer Unterschiede. Gerade bei kleineren Aktien ist es ja auch so, dass die An- und Verkaufskurse tatsächlich sehr stark abweichen, gerade auch in turbulenten Marktphasen. Weil man muss bei den Studien noch immer genauer reingucken, wo wurden die großen Überrenditen denn erwirtschaftet. Und das waren teilweise natürlich auch Jahre, die sehr turbulent waren. Und dann muss man sich die Frage stellen, hätte man wirklich zu diesen Daten auch handeln können, die die Wissenschaftler da zur Verfügung gestellt haben. Also es wäre erstmal ein Punkt, das haben die Wissenschaftler aber auch selber dann ganz klar hingestellt, dass die Frage tatsächlich so ist, ob das tatsächlich jetzt auch in der Realität umsetzbar wäre. Also ganz wichtiger Punkt dabei. Wenn man jetzt aber mal in die rationalen Gründe reinguckt, weil ich finde schon, dass diese Logik, kleinere Aktien im Portfolio zu haben, jetzt auf jeden Fall ganz gut passt. Zum einen ist es so, das sind in der Regel Unternehmen, die natürlich größere Wachstumspotenziale haben. Also jedes große Unternehmen war mal klein, also ganz klar. Ich meine, eine Google war mal klein, eine Nvidia-Aktie war mal klein. Also es waren ja alles auch mal kleine Startups, die dann irgendwann sehr, sehr groß wurden. Und wenn man natürlich in solchen Unternehmen dann beteiligt ist, hat man natürlich diesen Effekt gleich mit dabei. Das ist der erste Faktor dabei, den man ein Stück weit hat. Das zweite ist auch so ein bisschen, ich sag mal theoretisch, dass man vielleicht sagen müsste, man muss die Anleger entlohnen dafür, dass sie quasi in so ein kleineres Unternehmen Geld rein investieren. Das heißt, die Anleger möchten eine höhere Risikoprämie haben, weil wenn ich ein großes Unternehmen, was ja schon jeder kennt, wo das Risiko, dass das Unternehmen vielleicht insolvent geht, kleiner ist, dann ist es vielleicht tatsächlich so ein Punkt, dass man sagen kann, okay, um das schmackhaft zu machen, muss gegebenenfalls dann eine Aktienemission ein bisschen günstiger sein als beim großen Unternehmen. Also es ist vielleicht auch nochmal ein Faktor dabei, dass man dieses Risiko irgendwie entlohnen muss dabei.
Und der dritte, letzte Faktor, vielleicht auch ganz viele große Unternehmen können gar nicht in die kleinen Aktien investieren. Mhm. Also wenn jetzt quasi unser ein Fondsvolumen hat von mehreren Milliarden US-Dollar oder Euros, dann werden die natürlich nur große Firmen kaufen können, weil sie können ja nicht so viel Geld in ein einziges Unternehmen investieren, dann wären sie ja quasi, würden sie ja das kontrollieren und würden vielleicht gar nicht die Aktien bekommen, weil gar nicht so viele Aktien am freien Markt verfügbar sind. Deswegen meiden zum Beispiel große Kapitalinvestoren kleine Aktien, weil sie nicht gut handeln können. Das heißt also auch da, dass natürlich daraus sich eine Opportunität ergibt für diejenigen, die sie kaufen können, also gerade Privatanleger oder spezielle Fonds, die sich auf kleine, spezielle Aktien positionieren. Und das spricht natürlich auch nochmal dafür, dass man denjenigen dann eine Risikoprämie versprechen muss, damit das attraktiv ist, in diese Aktien zu investieren. Okay, das heißt, eigentlich kommen wir dann doch wieder zu dem CAPM zurück sozusagen, wo wir sagen, dass ein höheres Risiko auch mit einer höheren Rendite einhergehen muss, wobei hier eben gesagt wird, dass das Risiken sind, die jetzt in diesem Beta-Faktor eigentlich nicht richtig berücksichtigt wurden. Aber du hast vollkommen gute Punkte da schon genannt. Ein Punkt fällt mir da noch ein, der auch immer wieder in Studien genannt wird, dass es bei kleineren Aktien ja auch weniger Informationen gibt, einfach weil die kleineren Firmen auch nicht so die großen Veröffentlichungspflichten haben wie die ganz großen Unternehmen, die beispielsweise auch im DAX gelistet sind und so weiter. Und dass es da auch für die kleineren Firmen weniger Research-Anbieter gibt und da eigentlich so dieses Thema Markteffizienz nicht ganz ausgespielt werden kann, weil oft da auch eigenes Research betrieben werden muss und so weiter. Ja, das wird auch immer mal wieder als Effekt genannt für einen höheren Aufwand im Endeffekt, den man betreibt, aber auch für eine höhere Möglichkeit, da auch mal quasi die goldene Aktie in Anführungsstrichen zu finden, die eben tatsächlich irgendwie unterbewertet ist. Also verschiedenste Gründe, die hier genannt werden, um den Size-Effekt zu erläutern. Was man aber eben auch sagen muss, dass viele Studien ja sich rein auf die Rendite fokussieren. Und das sagen wir hier auch immer im Podcast, dass man immer auch die Rendite unter Berücksichtigung des Risikos sehen muss. Das heißt, eigentlich müsste man das immer im Verhältnis auch setzen zu der Volatilität, zu der Schwankungsanfälligkeit. Und was man eben auch sieht, dass gerade die kleineren Aktien in Krisenjahren oft auch dann deutlich stärkere Abschläge hinnehmen müssen als die größeren Aktien. Also auch da wieder das Thema Risiko, der jetzt hier so, ja, wo man eben sagt, Size-Effekt kann man ausnutzen, höhere Renditen gehen aber dann eben wieder auch mit höheren Risiken einher. Genau. Sascha, hast du noch Ergänzungen zum Size-Effekt? Irgendwas, was dir dazu noch einfällt? Ja, ich glaube, das ist erstmal so eine ganz tolle Erkenntnis, die man da gewinnen kann. Ich glaube, wir haben ja immer die großen Firmen im Fokus und die sind ja auch quasi in der medialen Betrachtung. Also vielleicht, wenn man das so ein bisschen als für sich selber auch mal als Erkenntnis rausnimmt, man sollte vielleicht auch mal die eine oder andere kleine Aktie ins Portfolio beimischen. Das macht sicherlich eine ganze Menge Sinn. Vielleicht auch, wenn man das sich über eine Aktie abbildet, vielleicht auch gerne über einen Fonds. Es gibt ja Fonds, die sich auf dieses Thema kleine Aktien spezialisiert haben. Auch das ist nochmal ein Punkt dabei. Sicherlich sollte man nicht sein gesamtes Vermögen auf kleine Unternehmen investieren, aber eine Beimischung kann das Portfolio auf jeden Fall deutlich stabiler machen. Also es ist nicht immer nur dieser Branchenmix, den man hat, dass man immer nur sagen sollte, man kauft jetzt verschiedene Branchen, man verkauft verschiedene Länder. Man sollte vielleicht auch mal überlegen, dass man verschiedene Größen kauft, okay. Also kleine, mittlere und große Unternehmen, sich dann berücksichtigt. Und sicherlich kann man die kleinen Unternehmen vielleicht auch ein bisschen, weniger stark gewichten, das macht ja auch Sinn, aber man sollte sie nicht ganz vernachlässigen bei sich im Portfolio. Das macht auf jeden Fall viel Sinn, um sein Aktienportfolio noch stabiler und mit noch renditeträchtiger zu machen. Okay, ja, sehr guter Hinweis und mir fällt gerade noch ein, wir haben das Drei-Faktoren-Modell hier zwar genannt, aber noch gar nicht aufgelöst, was eigentlich die drei Faktoren sind. Also der eine Faktor ist eben die Marktrisikoprämie, also der Ausgleich für das eingegangene Risiko. Und der zweite Faktor, den wir hier genannt haben, eben den Size-Faktor. Und der dritte Faktor ist dann nicht der Size-Faktor, sondern der Value-Faktor, auf den wir dann in der nächsten Folge eingehen, wo es dann eben darum geht, zu untersuchen, was für einen Einfluss jetzt das Marktwert-Buchwert-Verhältnis quasi hat. Ja, hier in Deutschland wird es auch immer wieder als KBV bezeichnet quasi, als Kurs-Buchwert-Verhältnis, dass das eben auch Auswirkungen hat und es da ganz gezielt auch einen Effekt gibt, den man in der Vergangenheit nachgewiesen hat. Aber da gehen wir dann in der nächsten Woche darauf rein. Das heißt, unbedingt einschalten. Wir haben da noch spannende weitere Effekte für euch im Petto. Und ich denke mal, das wird so ein 4- bis 5-Teiler werden hier, diese Reihe an Kapitalmarktanomalien. Genau, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und falls es noch Fragen gibt oder weitere Themenwünsche, dann schreibt uns wie immer gerne eine E-Mail an podcast@sparkasse-bremen.de und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche zum Value-Effekt wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.